Ich habe explizit nach Franchise-Systemen gesucht, ja, die letztlich zu mir und meiner Ideologie passen. Also ganz einschlägige Suchmaschinen, Google, Franchise-Systeme, dann wiederum kommt man auf Franchise-System-Bewertungsportale und ähnliche Seiten. Und da habe ich quasi Stück für Stück das nach dem Ausschlusskriterium rausgeschmissen, was nicht zu mir passt, bis dann am Ende eigentlich wenig Sachen übrig geblieben sind. NRX mache ich jetzt seit 2 Jahren aktiv, genau. Plus Entscheidungsfindungsphase und Vorarbeiten und ähnliches, jetzt halt ein bisschen länger, aber 2 Jahre aktiv. Vor meiner Selbstständigkeit war ich Projektmanager in einem mittelständischen Unternehmen. Und gut, Projektmanager ist auch letztlich alles Mögliche und nichts Spezielles. Ja. Und ich würde behaupten, es hat mir jetzt halt gar nicht so schlecht getan, auch als Vorbereitung für NRX, weil letztlich als Unternehmer muss man sich gerade am Anfang auch um ganz viele Sachen kümmern. Nicht unbedingt bis in die kleinste Tiefe, aber um sehr viele Sachen. Und da hat mir das, glaube ich, jetzt durchaus was geholfen, aber das ist sicherlich keine Voraussetzung, um erfolgreich Franchise-Partner zu werden. Primärer Grund war, ich wollte raus aus der eben nicht selbstbestimmten, aus dem nicht selbstbestimmten Angestelltenverhältnis, ja? Und eben der Wunsch, an der Entwicklung eines Unternehmens aktiv beteiligt sein zu können, was die starren Strukturen vieler Arbeitgeber eben nicht hergeben. Da hatte ich einige ausprobiert. Ich stand schon wieder vor der Wahl, ich möchte gerne meinen Job wechseln, und dann die Frage, wieder in ein Angestelltenverhältnis, wieder mit dem Risiko, dass nach ein paar Jahren irgendwie die Strukturen einen nerven, ja, oder endlich mal was machen, wo man selber was bestimmen kann. Das Wichtigste ist, da man ja wie immer als Existenzgründer letztlich ja von null anfängt, ein Franchise-System gibt einem immer die Sicherheit und einen gewissen Background, aber letztlich als Unternehmer fängt man bei null an. Deswegen das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist, dass das Produkt und das Konzept zu einem selber passt. Ja? Weil nur wenn man letztlich voll dahinter stehen kann, wird man damit auch erfolgreich werden können. Die klassischen Qualifikationen wie irgendwelche Abschlüsse oder was hat die Vergangenheit, was steht im Lebenslauf, glaube ich, sind hier so unwichtig wie vielleicht an wenig anderen Stellen. Das Allerwichtigste sind Fleiß, sind letztlich das Engagement, was voranbringen zu wollen. Gleichzeitig allerdings auch sich, sage ich mal, in das Franchise-System auch fügen zu können. Ja. Ein Franchise-System hat auch Strukturen, ja, welche aus gutem Grund so sind. Wenn man mit diesen nicht einhergeht, dann ist man auch letztlich der falsche Franchise-Partner. Da muss man vielleicht selber was ganz Eigenständiges machen. Aber für ein Franchise-System braucht man irgendwo diese perfekte Balance aus, ich bin Unternehmer und möchte was reißen, und gleichzeitig bin ich aber bereit, mich in die Strukturen einzufügen, weil ich diese vielleicht auch gut finde oder gut heiße. Die NRX-Zentrale unterstützt ihre Franchise-Partner an allen möglichen Stellen. Für mich die dankbarste Unterstützung ist letztlich im Bereich des Marketings. Ja. Alle Franchise-Partner, obwohl sie, wie es halt im Franchise-System üblich ist, alle selbstständige Unternehmer sind, haben irgendwo ein einheitliches gemeinsames Auftreten. Ja, da kümmert sich die Zentrale darum, dass immer nach aktuellem Stand der Dinge Suchmaschinen, Optimierungen und ähnliche Dinge gemacht werden, dass man quasi letztlich gefunden wird. Und das ist eine super Unterstützung, weil letztlich ist jeder Unternehmer darauf angewiesen, dass der Kunde ihn auch findet. Und das macht die Zentrale hervorragend. Ansonsten gibt es selbstverständlich auch Unterstützung quasi im Bereich der unternehmerischen Herausforderungen von täglicher Natur. Was passiert Neues? Was ändert sich rechtlich? Wo muss man informiert sein? Informationsausteilung, regelmäßiger Austausch auf Partnertagungen, Lieferantentreffen und Ähnlichem.
NRX war letztlich das Franchise-System mit dem Produkt, was zu mir und meiner Ideologie am besten gepasst hatte. Ja. Das Franchise-System, allen voran NRX, gibt mir die Sicherheit, dass ich auch in schlechten Zeiten bestens aufgestellt bin. Ich werde von Kunden gefunden. Ich habe immer ein gutes und seriöses Auftreten. Allen voran das Allerwichtigste für jeden Unternehmensgründer. Ja, man kann letztlich irgendwo ein bisschen auch von Referenzen zehren, die man selber ja gar nicht hat, wenn man ehrlich ist als Unternehmensgründer. Ja, man kriegt ein fixfertiges, man kriegt den Rahmen für ein fixfertiges Unternehmen, ja, und muss diesen selbst nicht aufbauen. Ja. Die meisten Unternehmen scheitern nicht nach 10 Jahren, sondern scheitern in der Gründungsphase. Ja, und genau das ist der Punkt, wo ein Franchise-System und wo NRX im Speziellen einen sehr gut unterstützt, dass man eben diese Gründungsphase mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zum Erfolg führt und eben nicht zum Misserfolg. Die Partnertagung. Ja, letztlich der regelmäßige Erfahrungsaustausch mit anderen Kollegen, das ist eben auch wichtig. Man ist ja eben nicht nur einer, der alles selber am besten weiß und alleine macht im Alleingang, sondern wir haben regelmäßige Treffen, eine Partnertagung einmal im Jahr, aber unterjährig eben auch noch kleinere Treffen bei Lieferantenveranstaltungen und Ähnliches. Und täglich sind wir mit sozialen Netzwerken miteinander verknüpft und haben da unseren Erfahrungsaustausch. Und das ist super schön, man ist kein Einzelkämpfer, jeder kriegt seine Fragen irgendwo geklärt und wir sind eine große Familie.